Hi und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Wir haben ein kleines Problem, deswegen springe ich mal direkt rein ins Let's Play. Da hinten nähert sich ein Pirat und ich werde, glaube ich, mal einfach hier wegfliegen, weil derzeit will ich es nicht unbedingt mit dem aufnehmen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir uns einfach so ein bisschen in diese Richtung da wegbewegen. Wie weit ist der noch weg? 8 Kilometer, okay, alles klar. Dann mache ich mal, hier fliegen wir dran vorbei, die großen Triebwerke aus. Und wir gleiten einfach mal ein bisschen weg und gucken mal, ob der uns folgt oder nicht. Und ob der zu unserer Station weiterfliegt. Dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Genau, ich kann natürlich mal schauen, dass wir vielleicht mal einfach, wir können ja gleich mal eine Runde hier drehen. Ich flieg einfach mal zu diesem Punkt da, zu diesem Asteroiden. So, okay. Dreh uns mal, guck mal, der Pirat kommt jetzt nicht unbedingt näher. Okay, dann bleiben wir da mal drauf. Ich müsste kurz die Triebwerke mal aktivieren, dass wir da entsprechend auch ranfliegen. Okay, dann machen wir so wieder aus. Ich gucke, wo ist der Pirat? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Sie haben ihn also wahrscheinlich hoffentlich abgehängt. Gut, und dann schauen wir aber trotzdem nochmal, was da auf diesem Asteroiden ist, der vor uns liegt. Oh ne, da ist der Pirat wieder. Er ist sich auf dem Weg zu unserer Basis. Weiß ich nicht. Weiß nicht, überfallen Piraten Basen, in denen man nicht ist? Hatte immer gedacht, die bewegen sich nur auf Spielersachen zu. Dann sollten wir vielleicht auf der Orbitalbasis noch irgendwann Waffen auch entsprechend einbauen. Wenn das der Fall ist. Aber jetzt bewegen wir uns erstmal hier auf den Kollegen zu. Oh, ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Sieht ein bisschen so aus, als wenn uns das Piratenschiff weiterhin folgt. Wir sollten vielleicht einfach auch mal ein kleines Kampfschiff bauen. So, aber erstmal, ja, wir könnten das ja sogar in dem Hangar vielleicht unterbringen. Erstmal gucke ich mal, was hier voilà, gegebenenfalls in diesem Asteroiden ist. Kobalt. Ein Kobalt-Asteroid, okay. Dann ja mal, ich mache hier einfach mal die Kobaltteile kurz an, ob das einer davon ist. Ne, den haben wir anscheinend nicht kopiert. Okay. Kobalt brauche ich aber eigentlich nicht. Das ist die Frage, sollten wir von hier schon zurückfliegen zur Basis? Könnte ein bisschen kritisch werden. Ja mal probieren, uns da so in die Richtung vorzuhangeln. Mal ein bisschen Stoff. Wir bewegen uns mal da drüber. So. Triebwerke kurz aus. Und ich schaue mal kurz, was unsere Batterien sagen. Die schwanken zwischen Laden und Entladen. Das liegt ein bisschen an dem Script. Und die Sonne, an der Sonneneinstrahlung. Ich gucke mal in der Produktion. Hier werden haufenweise Sachen zusammengebaut. Ich guck mal, ob wir jetzt an dem Piraten vorbeifliegen können oder ob der uns dann folgt. Wir können ja auch mal uns zumindest mit den Waffen Richtung Pirat drehen. Dass wir notfalls überhaupt was machen können. Wir haben ja ein paar Waffen drauf. Allerdings hier oben nur diese die kleinen Raketenwerfer, zwei Stück, ein paar von den Railguns.
Und jetzt fliegen wir quasi direkt am Piraten vorbei. Sollten vielleicht mal schauen, dass ich so mal auf diese Asteroiden dazu bewege. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Entfernung wird immer noch näher. Ist ja so ein bisschen... Könnte gefährlich werden. Oh, jetzt sehe ich ihn sogar. Oh. Er ist da verschwunden. Ich weiß nicht, ist das ein schlechtes Zeichen? Ist er denn irgendwie im Tarnangriffsmodus? Sehe ihn nicht mehr. Sehr fies. Okay, da müssen wir hin. Guck mir hier die Asteroiden einfach mal an und schau mal, was wir dort gegebenenfalls extrahieren können. Im Endeffekt will ich ja vor allen Dingen Uran haben. Ich sehe den Piraten wirklich nicht mehr. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Okay, also den Piraten haben wir irgendwie... Sind wir irgendwie losge... Oh, nee. Ich habe hier gerade nur die roten Ziffern gesehen. Und dachte so, oh Gott, da ist er wieder. Alles gut. Okay. Dann können wir jetzt hier wieder ein bisschen runterbremsen. Orbitalbasis ist da. Alles gut. So. Genau, wir bewegen uns hier so ein bisschen ran. Und dann scannen wir die Gegend mal. Ist die Frage, ob wir das mit dem großen Schiff machen oder dann lieber mit dem kleinen. Schwer zu sagen. Das wird wahrscheinlich mit dem großen nicht funktionieren, ne? Ey, es wird zu schwierig. Okay, also, ich hüpfe mal raus. Wir können ja hier... Genau, das Schiff sollte insgesamt ja bremsen. Genau, hat schon gebremst. Dann schnappe ich mir den Kollegen. Aufladenteile aus, Triebwerke an, einmal entriegeln und abheben. So, super. Passt. Und dann Erdsensor mal anschalten. Gucken wir mal, was hier so in den Asteroiden sich befindet. Aufpassen hier von der Geschwindigkeit. Ist ein bisschen ungewohnt, wieder im Weltall zu sein. Ganze Bremsen und so. Silber haben wir hier. Okay. Guck ich doch mal kurz, ob wir das hier schon irgendwie markiert haben. Okay, hier gibt es aber auch viel Silber. Sollte das dann vielleicht auch mal benennen, so wie ich die anderen benannt habe. Nicht so aus, als wenn wir das hier schon benannt haben. Silber, Nickel. Da vorne sind dann irgendwie so ein paar Steinchen. Okay, lege ich mal hier raus. Und mache hier mal... Jetzt mir ein bisschen zu viele Marker auf der Karte. Na gut. Erstmal von neuer Position. R, Silver, 00, ups, Nummernpad einschalten, 00, machen wir mal ein bisschen 009 erstmal. Genau, und dann kann ich die ja hier umbenennen. 001, 002, damit können wir dann unterscheiden, welches Signal ist, 003. Und wissen dann, wo wir gegebenenfalls hinfliegen oder nicht hinfliegen. 005. Ich habe jetzt keine Lust, das bei allen die Benennung direkt zu machen. Das wäre ein bisschen langweilig. Also für euch langweilig. Ich mache das natürlich liebend gern. So, Benennung ist erfolgt. Hilft uns aber erstmal nicht direkt weiter, weil Silber war jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollten. Ich versuche mal hier raus zu manövrieren. So. Super. Dann bewegen wir uns hier mal rüber und wir gucken mal, was der Asteroid hier bietet. Nickel, da oben auch Silber. Sie gehören quasi zu einem. Rüber hier. Hoppala, das war ein bisschen knapp. Vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn wir hier lang düsen. Hier ist auch wieder Silber. Sehr viel Silber. Na gut, okay. Können wir leider nicht gebrauchen. Dann fliegen wir von hier mal zurück.
Wo ist denn unser Schiff? Da unten ist unser Schiff. Ja, dann müssen wir wohl erstmal wieder andocken und dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal kurz zur Astrobase zurück. Denn ich wollte ja jetzt eigentlich überhaupt nicht aufbrechen. Ich bin ja nur, wäre quasi Reis ausgenommen vor dem Piraten. Aber dann werden wir mal zur Astrobase zurückfliegen. Mal so. Halbwegs gerade sind wir. Zack. Bereit zum Docken. Triebwerke aus und einmal laden. Achso, und den Erdsensor sollten wir auch ausmachen. Der muss ja keinen Strom vergeuden. Genau, dann können wir hier wieder hin. Hier den Erdsensor auch ausschalten. Und das Ganze einmal drehen. Wir sollten vielleicht nochmal ein Gyroskop verbauen. Das ist ja... Eieiei. Müssen wir mal gucken. Orbitalbase, da ist sie. Zack, da geht's hin. 5 Kilometer entfernt. Machen wir uns mal auf den Weg zurück. So, Triebwerke aus. Dann kann ich ja hier mal reinschauen. Werden immer noch Motoren hergestellt. Haufenweise. Gar nicht. Gibt's hier noch mehr Komponenten? Immer noch einen anderen Komponentencontainer. Interessant. Der hier und der ist voll. Ah, okay, deswegen hat er jetzt einen zweiten Komponentencontainer aufgemacht. Stehe. Na gut, okay, das können wir jetzt erstmal nicht ändern, weil wir die, also, ne, wir kriegen ja gar nicht alles in einen Container. Gut, dann ist es so. Hinten haben wir noch das Schiff drin und dann sollte ich vielleicht mal ein kleines Kampfschiff bauen, weil ich ja eher der friedliche Bautyp bin und mich selten, also ich habe mich noch nie wirklich mit einem Piraten angelegt, also so testweise und dann haben die mein Schiff zerschossen und ich keine Lust mehr. Hm, weiß nicht, ob wir das mal machen sollten oder nicht. Ja, gut, also wir fliegen jetzt erstmal zurück zur Basis, da ist sie. Mal kurz gucken, dass wir hier schon mal ein bisschen runterbremsen. Wo genau ist die Basis? Da auf der Seite ist, glaube ich, richtig, ne? Ich guck mal, weil dann sollten wir es vielleicht erstmal ein bisschen zur Sonne drehen, so. Machen wir mal erstmal Sonne. So, weiter abbremsen. Sieht gut aus. Ich sehe gerade nicht, wie rum es ist. Auf welche Ecke der Basis wir gerade zusteuern. Echt nicht gut erkennen. Ah ja, okay, jetzt sehe ich ein bisschen was. Irgendwie. Ist es oben? Ah, okay, ja, ja, jetzt habe ich es. Okay, alles klar. Da ist auch der Lander und der sitzt da so ein bisschen neben. Okay. Das heißt, wir werden jetzt hier ein Stück runtergehen. Und hier neben uns so ein bisschen hinstellen. Gucken wir mal. Nicht zu weit nach unten, sonst stoßen wir noch irgendwo gegen. Okay, alright. Sollte passen. Ich kann mir hier die Sachen rausschnappen. Kann hier auch auf die anderen gehen. Jetzt ist es schon voll, weil zu viele Motoren. Gut, und jetzt muss ich... wo ist der Länder? Da ist er. Muss ich hier am Länder... quasi die Sachen anschrauben. Sitzt da, ich sehe gerade, ich sitze da, hoppala, nicht in die Triebwerke fliegen. Ich sitze noch ein Stück zu weit vorne. Ah, besser. Ah, und das ist jetzt einfach nur eine Fleißarbeit, die eigentlich schon früher beginnen wollte. Aber gut. Na? Ja, davon nehmen wir auch ein bisschen was mit. Von den Rohren. Nehmen wir ein paar von den Rohren mit. Genau. Dann ist unser Länder ja endlich wieder repariert.
Also, wenn wir hier alle Teile dann drin haben, das wird noch ein, zwei Hin- und Herflüge hier brauchen. Ja, gerade die blöden Rohre natürlich sau schwer sind. Die immer nicht, oder sau viel Volumen haben. Die dann immer nicht entsprechend da reinkriege. So. Aber jetzt haben wir erstmal so die schweren Sachen, haben wir gleich. Okay. Ein Rohr ist da noch drüben. Mal kurz Eisenplatten. Brauchen wir auch noch anscheinend. Okay. Dann wieder hier hin. Komponenten. So, und dann können wir jetzt wieder hier das ganze Teil, würde ich sagen, einmal umdrehen. Der kann uns die ruhig mal in den anderen Container reinschmeißen. Schauen wir mal, jetzt hat er es aktualisiert. Und hier sind die Motoren, die wir brauchen. Zack. Gut, jetzt sind es nur noch Motoren. Dann hüpfe ich mal hier ins Ländercockpit rein. Und wir haben hier unten ja, das sind die Fahrwerke, wir haben Länder-Atmotriebwerke quasi. Gucke ich mal ganz kurz. Hier oben Länder-Atmosphärentriebwerke. Genau. Ah, okay, die anderen habe ich hier irgendwann, habe ich beim letzten Mal anscheinend schon reingesetzt. Large Hydrogen, gucke ich auch nochmal kurz. Also, wir haben hier Hydrogen-Tanks. Sind... Ah, das ist unten angedockt, aber sind alle mit drin. Richtig. Okay, das ist gut. Wir haben Hydrogentriebwerke. Auch alle mit drin. Nicht, dass wir irgendwie beim Landen dann das Problem kriegen. Das wäre natürlich, das wäre unschön. So, und hier mal Large. Okay, alles klar. Large Atmospheric Thruster geht auch. Wobei wir den dann vielleicht mal anschalten sollten. Sollten ja schon alle auf dem gleichen Mechanismus eigentlich stehen, ne? Ja, das wäre schon, das wäre natürlich schon gut. Dann gehe ich nochmal auf Hydrotriebwerke. Check auch die mal kurz, weil die sind hier unterschiedlich, wie ihr seht. Stell die mal alle auf aus. 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 Okay, wunderbar. Hier hinten ist jetzt das eine Atmotriebwerk ist an. Ja, natürlich einfach auf alle auf ausstellen, oder? Das wäre vielleicht dann sinnvoller. Oder hier, oh, ich kann sie hier unten drüber jetzt alle ausschalten. Perfekt. Dann brauche ich die ganzen Motoren, die hier gebaut werden. Zack. Wieder voll hier. Ah, super. Gut, bring die einmal hier rüber. Ein Triebwerk schon fertig. Lustigerweise dreht sich das jetzt. Warum ist es an? Weil ich es gebaut habe, ist es an, oder was? Das ist komisch. Atmosphärentriebwerke. Gut, okay. Mache ich die manuell alle aus. An. Aus. Okay. Sollte funktionieren. Gut, dann hier unten ist ja unsere Basis. Die hat hier den Kollegen drauf sitzen. Tja. Fällt mir irgendwie nicht so. Wir sollten hier noch ein bisschen was umbauen. Also. Gucken wir mal ganz kurz. Eins. Setzen Zweier Abstand. Da auch. Okay. Machen wir das so. Also. Zwei Frachtcontainer. Zwei Förderbänder. Okay, dann gehen wir doch einfach mal. Achso, wir können ja mal. Wir können das ja mal anders machen. Wir machen das jetzt mal. Frachtcontainer. Zwei. Schmeiß die Teile hier unten raus, weil die brauchen wir jetzt ja nicht mehr.
So, zwei kleine Frachtcontainer. Zwei Förderbänder. Ganz kurz gucken, das sind die hier. Zwei Förderbänder. Und zwischen sind dann 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Förderbänder. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr kann ich nicht reingeben, oder wie? Ja, lustig. Dann mache ich es erstmal anders. 5 Förderbänder merke ich mir. Gatling-Geschütz. 1. So. Jetzt gehe ich hierhin zurück. So, und wir gucken mal hier rein. Und die natürlich wieder mitnehmen. Produktion. Wir haben jetzt hier den Build Planner. Steht lustigerweise keine Anzahl, ne? Eines Förderband. Dann sind es aber 2, oder? Und davon 1. Gucken wir mal, ob sich das dann auflöst, wenn wir das so bauen. Ich schnapp mir hier erstmal die Sache mit den Motoren. Genau, und dann machen wir das mal folgendermaßen. Hier kommt 8 Container. Den brauche ich. Und Gatling-Geschütz brauche ich auch. Hier kommt jetzt erstmal der Frachtcontainer ran. Falsch. War ein Förderband. Oh, Frachtcontainer. Mal kurz gucken. Hier kann ich jetzt nichts ranbringen. Also muss ich das einmal abschrauben. Das auch. Genau, hier kommt jetzt wieder ein Frachtcontainer ran. Oben kommt das Schütz rauf. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Machen wir mal so rum. Da liegt da noch Munition. Die muss ich mir mal auch schnappen hier am besten. Zack. So. Hier Frachtcontainer. Dann haben wir hier auf der 6 einen Conveyor, den ich nicht bauen kann, weil mir Panzerungen fehlen. Ah, verdammt. Wollte nur ein bisschen was rausnehmen. Hat nicht geklappt. Muss ich es nochmal bauen. Na gut, okay. Ist nicht so tragisch. So rum haben wir gesagt. Okay, sitzt. So, dann haben wir hier ein Conveyor. Noch ein Conveyor. Und cooler, wenn es eins weiter wäre, ne? Machen wir es einfach. So. Hier eine leichte Panzerung drauf. Machen wir es doch nochmal anders. Zack. 7. 8 Container. So. Dann kann ich die hier wegnehmen. Und nochmal neu. Hier 1, 2, Conveyor, 1, 2, Conveyor und da sind es auch 1, 2. Genau, hier in die Mitte kommen dann die Teile. Davon werde ich jetzt wahrscheinlich nicht genügend haben, um alle zu planen, oder? Ja, doch habe ich, sehr schön. Gut, und hier kommt dann auf die Seite noch ein Geschütz. So. Super, und dann kann ich mir die Sachen von hier drüben holen. Ich brauche auf jeden Fall ein Förderband mehr. Produktion. Förderband 1 mehr. Kann mir hier die ganzen anderen Sachen rausnehmen und die Motoren. Ja, und dann fliegen wir einfach wieder zurück und gucken mal, was wir hier alles von bauen können. Also auf jeden Fall schon mal das Teil, das ist gut. Dann kann hier nämlich die Munition rein. Förderleitung. Geht hier einfach mal lang und schmeiß rein, was wir so alles haben können. Was habe ich jetzt noch übrig? Die Motoren. Die Motoren logischerweise, weil die ja hier in die Thruster müssen, in die großen. Haben wir die Folge echt nicht viel geschafft, ne?
Aber gut, wir haben Schiff repariert und hier ein bisschen ausgebaut, sind von einem Piraten geflüchtet. Hier baut er jetzt wirklich en masse Motoren. Aber das heißt ja auch, dass wir den Rest eigentlich fertig bauen können müssten, oder? Schauen wir mal. Hier fehlt mir lustigerweise Panzerung. Hier fehlen mir auch wieder Sachen. Irgendwas passt nicht. Weiß nicht genau warum. Habe ich doch im Planer irgendwas falsch geklickt? Gibt es noch andere Komponententeile? Nee. Also, Produktion. Bildplaner. Ich kann natürlich hier noch einen Frachtcontainer reinschmeißen. Ich glaube, Förderbänder hatte ich zwei geklickt, oder? Werden wir gleich sehen. Das sollte ja hier gleich alles durchgelaufen sein. Ich kann hier mal drüben ein bisschen aufladen. Wunderbar. Oh, ich habe ganz vergessen, meinen Tee zu trinken. Fällt mir gerade auf. Verdammt, der ist auch. Der ist auch jetzt ein bisschen kalt und bitter. Naja. Gut, aber so lernt man ja vielleicht ein bisschen, ne? Beim nächsten Mal sind wir schlauer. So, dann gucke ich mal, dass ich hier die Sachen noch nach vorne ziehe. Wunderbar. So, jetzt sollten wir alles zusammen haben, was wir hier erstmal brauchen. Genau, und jetzt fliege ich mal wieder zurück und wir gucken mal, ob das jetzt reicht oder ob uns immer noch Sachen fehlen. Fehlen uns auch noch Sachen. Irgendwas haben wir verplant. Irgendwas hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Das Gatling-Gun-Teil kann es ja hier nicht sein. Uns fehlen Herstellungskomponenten. Habe ich die Förderbänder nicht in Auftrag gegeben? Das könnte noch sein. Habe ich die nicht angeklickt? Ah, das wäre möglich, ne? Wäre noch am ehesten der Fall. Also ihr wisst es wahrscheinlich, ihr habt aufgepasst. Und ich habe es jetzt irgendwie dann verrissen. 1, 2, 3, 4. Klick mir hier noch ein paar Förderbänder an. Lass das Ganze mal durchlaufen. Und genau. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Wie sieht es denn hier aus? Achso, hier oben sehen wir ja immer nur, was wir an Platten, also an Komponenten haben. Hier sehen wir aber ein bisschen, wie es mit Iron ausschaut. Wir haben relativ viel Nickel. Wir haben sehr, sehr viel Silikon. Silikon sage ich schon wieder. Silizium. Wir haben ein bisschen Silber. Wir haben Stone. Ja, Stone? Das ist der, was im Deutschen Kies ist, ne? Ja, okay. Okay. Und hier hinten steht, was wir an Ohr haben. Wir haben Eisen. Eis. Eisen, sage ich schon. Okay. Gut, also die Raffinerien laufen jetzt. Also dürften also ja nicht laufen, weil da ist ja nichts drin. Das heißt, wir sollten bei den Batterien eigentlich ganz gut dastehen, oder? Nee. Wir haben keine Zufuhr. Weil die Sonne da unten steht. Okay. Na gut, okay. Von mir aus. So, ich schnapp mir die Sachen hier raus. Gibt es hier unten noch? Mal kurz, dass ich die hier so ein bisschen zusammenschiebe. Habe ich es ein bisschen übersichtlicher. So. Okay. Gut, jetzt haben wir wieder die Sachen zusammen. Fliegen einmal zurück und können mal gucken, ob wir jetzt hier was fertig bauen können. Oder ob uns immer noch Sachen fehlen. Okay, also ich würde sagen, Herstellungskomponenten, uns fehlt genau, dann waren es genau die Teile, uns fehlt noch genau ein Förderband. Produktion. Ja, wobei, es sieht auch nicht so aus, als wenn es genau hinkommt. Egal, aber ein Förderband klingt gut. Ich nehme hier, warte mal, so, die Sachen mit. Schmeiß die Motoren hier oben rein. Das ist echt krass, wie viel diese Teile brauchen, ne? So. Haben wir hier den wieder dran. Und hier hinten fehlen uns noch fast 1000 Motoren, um das Gerät dann fertig zu machen. Fertig zu setzen, fertig zu bauen. Wie auch immer. Und wir haben anscheinend wirklich vorhin vergessen, die Förderbänder hier reinzupacken. Jetzt gucke ich mal, wie es mit dem Bildplaner ausschaut.
an sich ja ein ganz cooles Teil, aber der hat die hier unten halt nicht rausgenommen, ne? Also praktisch wäre eigentlich, wenn man da reingeben würde, 5 Förderbänder. Und dann könnte ich hier genau 5 Förderbänder bauen. Kann ich aber nicht. Sondern ich kann nur die Sachen im Bildplaner hier unten reingeben. Hier, click to add select block variant or drag and drop the block here. Ja, da steht... Da steht nicht wirklich was von irgendwie einer Menge oder so. Und hier auf jeden Fall ein Wheel reinziehen, ja. Bible Kit und so. Okay, alles klar. Gut, ist also eher zum Merken. Hier oben kann ich dann angeben, ob groß oder klein. Und sehe hier auch die erforderlichen Teile. Okay, alles klar. Jetzt gucke ich nochmal. Den Kram haben wir jetzt. Gut. Dann schnappe ich mir das noch und jetzt sollten wir das ja hoffentlich da unten fertig kriegen. Ja, genau, das war's einmal. Super, dann haben wir hier schon mal eine kleine Verteidigung drauf. Ich gehe nochmal zurück hierhin. Und wir sollten nochmal in die Produktion... Wie heißt denn das? Raketenturm, 2 Raketentürme reingeben und dann brauchen wir natürlich auch Munition. Was haben wir denn da? Wo ist denn die Munition überhaupt hin? Hier ist die Munition. Nochmal hiervon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und noch eins und dann packe ich mal noch Raketen. Wo sind die Raketen hin? Raketenbehälter dazu. Hier sind jetzt schon wieder die ganzen Motoren. Die Nerven. Ich versuche die jetzt mal alle hier ein bisschen zusammenzupacken. So, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade was weggeklickt habe. Das hat sich so ein bisschen angefühlt. Aber ich baue jetzt noch die beiden Raketentürme da unten fertig und packe da die Munition rein. In der Zwischenzeit sollten die Motoren zu alle da sein, hoppala, um unsere Atmosphärentriebwerke zu bauen, den Länder wieder zu reparieren. Und dann können wir eine Folge später das machen, was wir eigentlich tun wollten. Wir wollten auf die Suche nach Uran gehen. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.